Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist das Thema Steuerung versus Regelung geben, weil viele, denke ich mal, nicht wissen, was der Unterschied ist, beziehungsweise sich wundern immer, wenn man eine Regelungstechnik nur von der Regelung lernt, aber nicht von der Steuerung oder selten von der Steuerung lernt und was genau ja, man als Unterschied definieren kann. Dafür wollen wir uns mal die Definition von Regelung und Steuerung anschauen und dann gucken, was halt unterschiedlich ist bei einer Steuerung, bei einer Regelung, was für unterschiedliche Hardware man da vielleicht sogar verwendet. Fangen wir mal mit der Steuerung an. Ich denke, davon werden die meisten am wenigsten gehört haben, beziehungsweise am wenigsten angewendet haben, weil halt die Regelung doch eher zum Berechnen ist und in der Uni doch gerne eher berechnet wird. Also schauen wir uns die Definition an bei der Steuerung. Das Steuern bzw. die Steuerung ist der Vorgang in einem System, bei dem eine oder mehrere Größen als Eingangsgröße, andere Größen als Ausgangsgröße aufgrund der dem System eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten beeinflussen. Bedeutet, man kennt das System schon, also man kennt die eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten dieses Systems, was ein System ist, darüber gibt es auch ein Video, ist unten verlinkt, aber dadurch, dass man weiß, wie sich dieses System verhält, kann man eben die Eingangsgrößen verändern, um die Ausgangsgrößen dadurch ebenfalls zu verändern. Also man steuert quasi die Eingangsgröße ein, weil man weiß, okay, jetzt müsste XY passieren, damit der Ausgang auch das tut, was man eben möchte. Zum Beispiel, wenn man ein Becken hat, das immer weiter vollläuft, dann kann man ja dieses Becken kennen und sagen, ah ja, dieses Becken wird zu dem Zeitpunkt XY überlaufen, das heißt, ich steuere dann irgendwann den Ausfluss auf und dann läuft dieses Becken wieder aus, beziehungsweise läuft so weit aus, wie es eben einläuft, dass es halt stehen bleibt. Was man da verwendet, ist nichts anderes als ein Steuergerät, das eben diesen Vorgang einleitet bezüglich der Führungsgröße, der Führungsgröße, die geht dann halt in ein Steuergerät rein und verändert dann dementsprechend die Stellgröße. Da ist keine Rückkopplung oder ähnliches, sondern nur das bekannte Verhalten des Systems, das wir eben nutzen. Bei der Regelung ist das genau anders. Da nehmen wir eben diese Rückkopplung. Bedeutet, in der Definition steht jetzt, das Regeln bzw. die Regelung ist ein Vorgang, bei dem fortlaufend eine Größe, das ist die Regelgröße, beziehungsweise hier die zu regelnde Größe erfasst wird, mit einer anderen Größe der Führungsgröße verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird. Bedeutet, wir haben eine Regelgröße, nach der wir regeln wollen, könnte zum Beispiel in dem Fall jetzt die Höhe in diesem Becken sein. Und diese Höhe messen wir einfach dauerhaft und sagen am Anfang, wir geben zum Beispiel eine Wunschhöhe ein. Sagen wir mal, 1 Meter ist die Wunschhöhe, die Höhe ist jetzt 80 cm und dann wird eben diese Regeldifferenz gebildet, also einfach nur eine Differenz zwischen Führungsgröße, was in dem Fall diese, wir wollen 1 Meter und Istgröße, wir haben 80 cm ist. Und dann wird diese Größe, die da am Anfang oder die dann dauerhaft variiert, wenn das Wasser steigt, wird die Größe kleiner, wenn das Wasser fällt, wird die Größe größer, dann können wir damit eben sagen, okay, diese Größe gewichten wir mit einem skalaren Faktor und geben den auf das Ventil und dieses Ventil können wir dann dementsprechend immer weiter öffnen und schließen, je nachdem, wie hoch der Füllstand ist. Bedeutet, das Regeln ist quasi ein System, das selber prüft, wie hoch ist es denn gerade, was passiert denn gerade und darauf eingreift, nutzt dafür nicht das bekannte Wissen über das System, sondern lediglich diese Regelgröße und versucht diese eben, ja, durch das Rückführen dieser Größe eben auszuregeln. Was man da verwendet, ist also kein Steuergerät, sondern ein Regler, wie eben schon das Wort Regelung sagt, und man nutzt eben dieses Verfahren der Rückkopplung. Ich denke, das war mal ein kurzer Einblick in Steuerung und Regelung. Wenn es dazu Fragen gibt, dann natürlich gerne die Kommentare. Ansonsten, ich denke, die Definitionen sind auch relativ klar. Eine weitere Playlist zur Regelungstechnik gibt es auch nochmal unten verlinkt. Da könnt ihr auch gerne weitere Videos zu dem Thema anschauen. Vielleicht auch nochmal gerade was System, was ein Modell ist. Davon sind die Definitionen auch nochmal gegenübergestellt. Und ansonsten danke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.